Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Simon the Sorcerer Teil 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe jetzt einige Tage lang nicht spielen können. Blöde Erkältung. Ich hoffe, das geht mittlerweile schon wieder von der Aufnahme her. Ich huste noch ein bisschen, aber ja. Ich denke, den Husten werde ich rausgeschnitten bekommen oder das Mikrofon abschalten können, falls es erforderlich sein sollte. Ja. Wir sind, glaube ich, in der Unterwelt, genau. Da kann man ja nicht rein. Wir hatten Orbit mit dem Reden, wir noch wollten. Zur düsteren Landschaft wollten wir noch. Wir haben genau die Anträge, die wollten wir den anderen Simon geben. Den Nexo-Simon. Wir hatten Hades, glaube ich, hieß er. Der eine Pause machen würde, ganz gerne, und ein Sandwich mit einem Ei. Er hat ein, wie heißt das Ding nochmal, um die Eier, Eierschneider? Ach, keine Ahnung. Hat er irgendwie noch rumliegen, nur ein Keil. Wir haben ein totes Huhn, passend zu dieser Gegend hier. Und ich wette, das hat was mit dem Ei noch zu tun. Wir haben außerdem Orpheus noch, der sein Musikinstrument verloren hat und hinten seine Angebetete, die eine Party macht und eigentlich nichts von ihm wissen will. Naja, gut, schauen wir mal. Reden wir erstmal mit Orbit jetzt, denke ich. Salve, Junge. Bist du neu im Totenreich? Hey, ich bin hier nur zu Besuch. Ich bin eigentlich gar nicht tot. Aha, ein Tourist. Das trifft sich gut. Ich schreibe gerade einen Reiseführer. Ein Tourist? Warum habe ich jetzt nur die Assoziation zu Zweiblun von der Scheibenwelt? Wer bist du? Gestatten, Ovid. Meines Zeichens pensionierter Lyriker und Autor aus dem alten Rom. Und Reporter des Epitaphius Dionys. Das ist unsere Zeitung. Und was macht er hier unten? Was machst du hier unten? Tot sein. Was sonst? Oder hast du eine andere Antwort erwartet? Außerdem schreibe ich gerade mein Hauptwerk, die Metamorphosen, neu. Nachdem ich die handelnden Personen endlich, live interviewen kann. Was zum Geier sind die Metamorphosen? Bist du ein Verwandlungskünstler? Nicht doch. Was für ein Kunstbanause bist du nur. Die Metamorphosen sind eines meiner größten Werke. Eine lyrisch aufgearbeitete Dokumentation in 15 Bänden über die psychischen und physischen Verwandlungen der bekannten und unbekannten Helden vom goldenen Zeitalter bis hin zur Antike. Bin ich froh, dass ich das nicht im Lateinunterricht lesen musste. So, und das hier? Würdest du mich an deinem umfassenden mythologischen Wissen teilhaben lassen? Ich lasse Wissbegierige immer gerne an meinem profunden Wissen teilhaben. Und zwar lang und ausführlich. Worüber soll ich referieren? Oh je, also ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, vielleicht Hades erzählen mal. Und das da ist auch nicht schlecht. Nehmen wir erstmal das hier, die zwei hier, Orpheus und Eurydike. Kennst du eine wüste Geschichte über Orpheus und Eurydike? Fürwahr, eine tragische Geschichte. Eurydike war so ein nettes, liebes Mädchen und ihr Orpheus ein strahlender Jüngling mit der schönsten Stimme, die sich ein Sterblicher nur wünschen kann. Auf dem ganzen Erdkreis gab es keinen, der besser musizieren konnte als er. Sie wollten heiraten. Die Ärmsten, das klingt ja furchtbar. Aber am Tag ihrer Hochzeit wurde Eurydike von einer Schlange in den Fuß gebissen und starb. Orpheus jedoch wollte seine Liebste nicht aufgeben und stieg hinab in die finsteren Tiefen des Totenreichs. Mit seinem Gesang besänftigte er den Cerberus und gelangte schließlich zu Hades. Vor dem Gott der Unterwelt trug er seine Trauer um die Geliebte in einem Lied vor, welches Hades zu Tränen rührte. Oh weh, mir kommen auch gleich die Tränen. Hades befahl Orpheus, sich umzudrehen und das Totenreich zu verlassen. Und
Riedike würde ihm folgen. Sollte er sich jedoch nur einmal herumdrehen und sie erblicken, so müsse er unverrichteter Dinge abziehen und sie bei den Toten zurücklassen. Lass mich raten, er war natürlich neugierig und hat sich umgedreht. Ja, mittlerweile schon zum 7. oder 8. Mal. Oh. Hades winkt nur noch ab, wenn er auftaucht und wieder sein Liedchen trällert. Der gute Orpheus hat wohl ein kleines Problem mit seiner Maid. Er sollte mal meine Ars Amatoria lesen. Ars Amatoria? Wow, ich hoffe, da sind auch Bilder dabei. Oh Mann, ja. Zum 7. oder 8. Mal hat er sich umgedreht, er schafft's einfach nicht. Und ich glaube, sie ist mittlerweile deswegen auch schon ziemlich genervt und will nichts mehr von ihm wissen oder wie auch immer, keine Ahnung. Was kannst du mir über Hades sagen, diesen Kerl hinter dem Aktenstapel? Hades, Pluton, der Herrscher über die Toten, der Gott der Unterwelt. Muss man mehr sagen? Ach so, der. Danke, jetzt brauche ich erstmal 3 Stunden Talkshows, um mich von dieser Überdosis Kultur zu erholen. Bis später! Okay, das war das. Dann gehen wir mal zur düsteren Landschaft hin und schauen, was es da noch so geben wird. Ich glaube, hier waren wir, glaube ich, überall schon mittlerweile. Ich glaube, da ging es nirgends mehr weiter. Also, abgesehen da, wo wir halt schon gewesen sind. Ah ja, das sind ja die 2 hier. Sehr schön. Was haben wir denn da alles? Wir haben die Gruft. Noch ein Todessohn? Hä? Das sieht aber irgendwie lebendiger aus. Wegweiser, Ufer zum Styx. Ja, reden wir mal mit Simon. Hast du endlich eingesehen, was für scheußliche Missetaten du begangen hast? Warum machst du mir immer Vorwürfe? Du hast mindestens genauso viel Mist gebaut wie ich. Wie bitte? Halte dich bitte mal an die Tatsachen, du Chaot. Ich wollte den König retten und du hast ihn mit deinem dummen Verhalten ins Jenseits befördert. Das kannst du nicht abstreiten. Ja, der hässliche Ziegenbart, mit dem du in seinem 3D herumgelaufen bist, verdient keine Gnade. Ich denke, ich nehme das hier mal. Du hättest eben nicht Geheimagent spielen sollen. Es hätte völlig gereicht, der Wache Calabas gefährliche Spielzeuge zu zeigen. Dann säß er jetzt bei Wasser und Brot im Kerker und nichts wäre passiert. Du hast wie immer keine Ahnung. Für den Fall wollte er die Maschine als ungezieferer Vernichtungsapparat ausgeben und die geistig eher schlicht strukturierte Wache hätte ihm das geglaubt. Ich brauchte also mehr Beweise. Du hast mich in den Knast gesteckt, mich vor Alex lächerlich gemacht und meinen guten Ruf in den Dreck gezogen. Gut, das könnte ich dir alles noch verzeihen. Aber der hässliche Zickenbart, mit dem du in Simon 3D herumgelaufen bist, der verdient keine Gnade. Das stimmt. Ich hatte mal einen solchen Bart. Leider hielten mich damit alle für einen Bösewicht. Deshalb habe ich ihn abgenommen. Und was deine Verhaftung angeht, du hast dich nun mal diverser Vergehen schuldig gemacht. Das musste natürlich geahndet werden. Das kaufe ich dir nicht ab. Gleich erzählst du mir noch, dass du nur das Beste für uns alle wolltest. Ja, sicher. Ich würde doch nie Böses tun oder etwas durcheinander bringen. So, aber mir traust du jede Gemeinheit zu. Denkst du etwa, es macht mir Spaß, arme, unschuldige Trolle von Brücken zu schubsen oder all die anderen fiesen Dinge zu tun? Okay, du hast gewonnen. Ich entschuldige mich. Ich habe ein paar Sachen falsch gemacht. Die ganzen schnellen Entscheidungen, die ich fällen musste, das liegt mir einfach nicht. Wenn ich keinen klar strukturierten Tagesplan habe, dann läuft bei mir rasch was durcheinander. Also gut, für dieses Mal nehme ich die Entschuldigung an. Dann ist ja jetzt alles wieder in Ordnung, oder? Moment mal, du. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für unwesentliche Kleinigkeiten. Wir müssen dringend einen Weg aus dem Totenreich finden. Du willst das Totenreich verlassen? Aber wie stellst du dir das vor? Wir sind tot. Das würde jedem Naturgesetz widersprechen.
Naturgesetze genießen allgemein ein unverdient hohes Ansehen. Nimm zum Beispiel die Schwerkraft. Das Einzige, was man davon hat, ist, dass man auf die Fresse fällt. So schrecklich es ist, ich werde mitmachen. Natürlich nur, damit der König wieder auf den Thron gelangt. Recht und Ordnung müssen sein. Ich glaube, ich werde in Kürze wieder eine echte Heldentat vollbringen. Den König aus den Klauen des Todes retten. Sowas wollen die Massen sehen. Und Alix steht auf Helden. Ja, und du hast es tatsächlich geschafft, dass der andere Simon sich bei dir entschuldigt hat und du dich nicht bei ihm. Interessant. So, dann gibt's sonst noch was zu reden mit dem Doppelgänger? Was gibt's noch? Das machen wir gleich, später. Ich will erst noch mit dem König nochmal reden. Hey, König! Lerne er zunächst einmal höfliche Umgangsformen, ehe er das Wort an uns richtet. Ja, okay. Das war das. Dann reden wir doch nochmal mit ihm. Was gibt's noch? Und, ja. Ich habe Anträge auf vorzeitige Entlassung aus dem Totenreich geholt. Für dich, für mich und den König. Und noch ein paar weitere für den Fall der Fälle. Das ist großartig! Was? Das Formular hat nur 42 Seiten? Wie soll Hades auf Basis einer solch dünnen Faktenlage über eine Entlassung aus der Totenwelt befinden? Das ist ja beleidigend kurz gefasst. Na gut, dafür darf ich es wenigstens mehrfach ausfüllen. So. Fertig. Ein Antrag in dreifacher Ausfertigung für den König, einer für meinen Doppelgänger, einer für mich, 20 weitere auf Reserve. Wer bringt denn die Anträge nun zum Amt? Ich kümmere mich ja schon drum. Die Drecksarbeit bleibt ja doch immer an mir hängen. Bis später. Naja, sei froh, dass du das nicht ausfüllen musstest. So, Journal, stand was drin? War das jetzt hier... kann es sein, dass gerade das Spiel abgestürzt ist? Ich glaube, beim Reingehen in das Journal ist das Spiel... Ah, nee, doch nicht. Hat nur ein bisschen gedauert. Es hängt gerade ziemlich. So, aus dem Totenreich entkommen hatten wir, glaube ich, schon die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Dieser Orpheus klingt nach einem vielversprechenden Wegbereiter aus dem Totenreich. Es gibt da so eine traurige Liebesgeschichte mit ihm und Eurydike, die ich ihm normalerweise für meine Zwecke einsparen kann. Es tut mir unglaublich leid, ganz ehrlich. Hades will ein Ei für sein Svantage haben, aber wo finde ich in der Totenwelt Eier? Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Ja, ich weiß nicht warum, aber das Journal, das hängt im Moment extrem. So, geh mal lieber hier raus. So, was war jetzt mit dem Wegweiser? Ein Wegweiser zum Amt für postmortale Angelegenheiten. Mhm. Und was war mit den Huhn? Hey, dieses Huhn kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich fühle mich schlecht, unsäglich schlecht. Was hat das Leben, das Todsein, überhaupt noch für einen Sinn? Aufwachen, Simon! Das ist das depressive Huhn von Rotkäppchens bekloppter Familie. Das stimmt. Wir haben ja eigentlich nur den Kadaver, den toten Leib eigentlich dabei. Und das ist jetzt quasi der Geist, der hier ist. Kann ich das tote Huhn mit dem Huhn benutzen? Hey, ich kenn dich doch. Oh ja, und wie ich dich kenne. Du siehst ja immer noch so deprimiert aus wie früher. Aber eins sag ich dir gleich. Deine Selbstmordgedanken kannst du dir hier unten abschminken. Toter als tot geht nicht. Aber ich habe eine topmoderne Therapie für suizidgefährdete Hühner entwickelt. Schau immer auf meine Fingerspitze. Und, was siehst du jetzt? Das sind deine sterblichen Überreste aus der Oberwelt. Du wirst wenigstens nicht im Kochtopf enden. Na, was denkst du? Ein Ei. Das ist ja wie Ostern. Und ist das tote Huhn jetzt auch nochmal tot umgefallen? Da
Das Huhn träumt bestimmt davon, auf einen Bratspieß gesteckt und knusprig braun gegrillt zu werden. Ja, ja, es gibt sie noch, die Träume, die in Erfüllung gehen können. Okay, anscheinend nur bewusstlos. Oder so ähnlich, falls man von Geistern bewusstlos... Können Geister bewusstlos werden? Hey, ist jemand da? Ja, selbstverständlich bin ich da. Was willst du denn? Und wer bist du? Darf ich fragen, wer du bist? Du kennst mich nicht? Was bist du nur für ein Banause? Ich bin die große Banshee, in allen Dimensionen bekannt für meinen unübertrefflichen Gesang. Oh, du bist also die mit der Stimme. Ich habe von deiner letzten Vorstellung schon gehört. Sie war wohl ein umwerfender Erfolg. Fast das komplette Publikum war mausetot. Aber die überlebenden Kritiker waren begeistert. Und wer will wegen ein paar hundert Toten schon kleinlich sein? Endlich ein wahrer Fan. Weißt du was? Ich bin in guter Laune. Darum werde ich dir etwas vorsingen. Wow, das war wirklich zum Sterben schön. Ja, das sieht mein Publikum meistens so. Kein zu hoher Preis für die Kunst. Und ein schöner Tod ist es obendrein. Aber es gab doch immer wieder gewisse Unannehmlichkeiten, die meinen Ruf etwas ramponierten. Deshalb bin ich hierher gezogen. Hier bin ich sicher vor all den Skandalen wegen dieser lächerlichen Todesfälle. Gibt es wirklich Opern in der Totenwelt? Nein, Opern führen wir hier eher selten auf. Aber ich werde oft für Privatvorstellungen gebucht. Hm. Gerade erst habe ich eine Einladung zu Eurydikes berühmter Orgie erhalten. Die Trauma. Die täglich statt und ist die angesehenste Veranstaltung ihrer Art. Leute in deinem Alter würden wohl Party dazu sagen. Ja, die braucht mal die Einladung. Könntest du mir deine Einladung zu Eurydikes Party abtreten? Aber wie käme ich dazu? Ich werde vor erlesenstem Publikum meine berühmtesten Arien vortragen. Eurydike hätte sicher kein Verständnis, wenn ich nicht selber vorbeikäme, sondern ihr den Pöbel schicke. Pöbel? Bitte? Ich gehe dann mal wieder. Es ist eine gute Frage, wie wir an die Einladung rankommen. Auf jeden Fall, da haben wir was. So, dann können wir noch zum Ufer des Stücks gehen. Das machen wir doch mal. Mal sehen, was wir da noch so alles finden werden. Oh, Moment mal, geht's da auch irgendwie? Da geht's auch noch irgendwo rein. Wo sind wir dann? Ach, da oben sind wir. Okay. Da haben wir Schädelfelsen. Die Deko soll wohl einschüchtern. Die Deko soll wohl einschüchtern. Okay, sonst noch was? Fluss? Was für ein idyllisches Flüsschen. Leichen? Widerlich. Ja, das ist wohl das Dux, denke ich doch mal. Oh, Keinen Schritt weiter. Hey, was ist hier los, verdammt? Du dachtest wohl, du könntest abhauen. Nicht mit mir, Freundchen. Ohne gültige Papiere gehst du hier nirgends hin, verstanden? Und schon gar nicht nach draußen. Also hier geht's auf jeden Fall raus und hier brauchen wir die Papiere. Oder wir müssen die Überwachungskameras rösten. Was interessieren mich deine Blitze? Ich bin doch schon tot. Ich werde jetzt einfach weitergehen. Probier's doch einfach mal aus, was passiert. Vielleicht hast du ja recht und tot als tot nicht. Vielleicht hast du aber auch nicht recht. Na, was ist? Brauchst du dich? Das war gemein. Jetzt bin ich verunsichert. Hey, du hättest mich um ein Haar geröstet. Morgen hast du Post von meinem Anwalt.
Nur zu. Ich freue mich schon sehr darauf, deinen Anwalt hier unten begrüßen zu dürfen. Was bist du denn für ein Glotzauge? Ich bin kein Glotzauge, ich bin Hades, du Wurm. Und dieses Gerät hier ist mein brandneuer Televisor zur Überwachung der Routen aus dem Totenreich. Wie du siehst, funktioniert die Technik tadellos. Mit dir zu diskutieren lohnt sich nicht. Ich gehe dann wieder in die Totenwelt zurück. Gut, und wir gehen in die Pause. Und ich denke mal, also, ja, hier müssen wir, wenn wir die unterzeichneten Papiere haben, was wahrscheinlich nicht so einfach ist, kommen wir wahrscheinlich dann hier durch. Und hier geht's dann zurück in die Welt der Lebenden. Sehr schön. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.